Chroniken der fünf Gefährten, Band 6. Mein Name ist Sai Sahan, Sohn des Nasir Itaf Sahan von Bankorai. Ich wurde gebeten, diese Chroniken um meine Worte zu ergänzen, und obwohl das Schreiben nicht meine Stärke ist, werde ich mein Bestes tun. Die Lehren Divats, Abbas, Kalams und Satames erklären uns, ein Krieger kann sein Handwerk bis zur Perfektion verbessern oder sein Schwert schärfen, bis es Stein und Stahl wie Luft schneidet. Aber der wahre Wert eines Schwertkämpfers liegt in der Qualität der Feinde, die er anzieht. Ich frage mich nun, ob die großen Ahnen diese Philosophie wohl umschreiben würden, wenn sie uns jetzt sehen könnten und unseren Feind, den Dedra-Fürsten, der als Mulak Baal bekannt ist. Zuerst wollte ich schreiben, dass meine Ausbildung mich hierauf nicht vorbereitet hätte, aber nach Stunden der Meditation und dem Rat meines ehemaligen Kaisers habe ich erkannt, dass dies genau das ist, wofür Kasura und ich uns so viele Jahre ausgebildet und geschult haben. Die Schwertsänger des alten Yokuda waren angeblich mehr als nur Sterbliche und verfügten über einen Fokus und Fertigkeiten, die das, was andere in einem Dutzend Leben erreichen könnten, bei weitem überstiegen. Obwohl ich nicht behaupten kann, diese Art von Größe erreicht zu haben, war es vielleicht nicht meine letzte Prüfung, Kriege an der Seite von Kaisern zu führen, sondern gerechten Stahl gegen die Feinde jeden Lebens zu richten. Mir wohnen noch immer Zweifel inne, ob ich bereit bin für das bevorstehende Gefecht. Die Folter des Verräters konnte mich nicht brechen, aber völlig ohne Narben bin ich den Hallen der Qual nicht entkommen. Zerfetztes Fleisch wächst wieder zusammen unter der Fürsorge der heilenden Magie meines Herrn, und meine wilden Träume werden von Schneelilies warmer Stimme in meinem Ohr gelindert, wenn ich mitten in der Nacht hochschrecke. Aber ich bin immer noch nicht wieder der Alte. Tarn und ich führen ausgedehnte Unterhaltungen bei Strategiespielen, während ich mich erhole, und ich habe ihm meine Sorgen unverblümt dargelegt. Seine Verachtung dessen, was er als meine Schwächen sieht, dient als dringend nötiger Gegenpol zu den zarten Worten von Schneelilie. Ich ertrage sie, akzeptiere sie, denn ein Krieger ohne Demut ist so unvollkommen wie eine Klinge, die zu starr geschmiedet wurde. Seine Worte festigen meine Entschlossenheit und sorgen dafür, dass mein Verstand scharf bleibt. Es ist schwierig, die zahlreichen Toten in der Abtei der Klingen zu verdrängen, und obwohl wir nach dem Angriff taten, was wir konnten, wird es viele Jahre dauern, bevor Kasura wieder bereit ist, neue Schüler in der Kunst der Klinge und des Geistes auszubilden. Wenn all das hier vorbei ist, und natürlich nur, wenn wir es überleben, dann würde ich sehr gern dorthin zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen. Vielleicht bitte ich Schneelilie, mich zu begleiten.